So Freunde, schaut euch mal bitte diesen Verbrauch hier an. 318 Wattstunden auf 100 Kilometer bei einer Fahrt von 43 Kilometer. Das ist schon Wahnsinn. Also so viel Verbrauch muss man erstmal auf so eine Strecke hinbekommen. Ja, und wie das entstanden ist, das erkläre ich euch gleich. Genauso wie ich euch von einer Highspeed-Fahrt berichten möchte, die ich hinter mir habe. Wir schauen uns das alles genau an. Aber als erstes möchte ich mich hier anstöpseln und laden, logischerweise. Mein Akku ist nämlich ziemlich weit unten. So, hier entriegeln. Genehmigt ist es. So, dann drücken wir mal. Welchen nehmen wir? CCS1 nehmen wir. Ladekabel anstecken. Dann nehmen wir uns den CCS1 raus. Vorher machen wir hier noch den Ladeanschluss auf. So. Und dann rein mit dem guten Stück. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Jawohl, es klackert. Der Handshake findet statt. Blaues Blinken, jetzt brauchen wir das Blinken nur noch in grün. Und dann sind wir glücklich. Jawohl, es ist grün. Wir laden. Dann schauen wir, dass wir das Kabel hier noch ein bisschen weiter rüberholen. So, wunderbar, es ist gemacht. Schauen wir mal, was wir für Ladeleistung herbringen. Also, wir haben 370 Volt, 390, fast 400 Ampere. Das macht 148 kW, über 148 kW. Damit sind wir bestens zufrieden. Wir laden hier nämlich am 150 kW Charger von Allego in München. Übrigens lade ich hier kostenlos für 0 Euro gerade in diesem Moment. Darum soll es in dem Video aber nicht gehen, da habe ich jetzt eigentlich schon genug dazu gemacht. Aber ein, zwei Sätze für die, die eben jetzt das erste Video von mir anschauen. Über Electroverse könnt ihr hier kostenlos laden. Meldet euch bei Electroverse an, schaut einfach meine anderen Videos zu diesem Thema an. Dann ja, wisst ihr darüber Bescheid, wie das Ganze geht. Mein Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung drinnen, mit dem ihr euch bei Electroverse anmelden könnt, um für 0 Euro zu laden. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal die Statistik von dieser Fahrt hier nochmal an. Wir gehen mal in die Verbrauchsstatistik rein. Und zwar in diese Verbrauchsstatistik. Die letzten 10 Kilometer, wir können eigentlich die letzten 25 oder die letzten 50 nehmen, weil unsere Anfahrt war 43 Kilometer. Und hier sehen wir irre Verbräuche. Ja, wie ist es entstanden? Ganz einfach. Ich bin mit richtig Schmackes hierher gefahren, mit über 200 km/h, 210 km/h teilweise. Ihr seht ja, 43 Kilometer gefahren. Ich habe übrigens gegenüber dem Navi durch diese sauschnelle Fahrt, gegenüber dem, was das Navi vorher berechnet hat, dass ich ankomme, 5 Minuten gespart. Also ob es das wert ist oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Ich wollte das jetzt einfach mal testen und testen darf man es ja, ist ja kein Problem. Ja, ich habe die Batterievorkonditionierung laufen gehabt, um eine warme Akkutemperatur herzubekommen. Schauen wir mal übrigens die Akkutemperatur an. Ich bin losgefahren mit einer Akkutemperatur von 10 Grad ungefähr. Und zwar habe ich mein Auto vorkonditionieren lassen auf 22 Grad Innenraumtemperatur, um auch ein bisschen Akkutemperatur herzubringen. Aber die Akkutemperatur war nur 10 Grad heute früh. Mein Auto stand bei ungefähr 5 Grad in der Garage. Das heißt, ja, da sieht man einfach schon, dass das jetzt nicht so viel gebracht hatte bei mir heute früh. Was haben wir für eine Akkutemperatur? Ja, wir sind ziemlich warm, 33 Grad im Minimum, 43 Grad im Maximum. Der Akkupack, ich habe schon öfters mal berichtet, hat ja nicht an jeder Stelle die gleiche Temperatur. Wenn es kalt ist, zählt die Minimaltemperatur, die ist dann ausschlaggebend dafür, wie schnell wir laden können. Ja, wir laden jetzt noch mit 135 kW, also da sind wir ganz zufrieden. Er wärmt jetzt natürlich mit der Energie aus der Schnellladesäule auch den Akku weiter. Aber ich denke, ja, das passt soweit. Er sagt aber nächstes Mal zur Ladestation navigieren für die Vorkonditionierung. Also eventuell könnten wir tatsächlich noch schneller jetzt aktuell laden, wenn wir etwas mehr Temperatur hätten und nicht 34 Grad. Naja, wir werden ja sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Interessant aber, 376 Volt. Der Akku hat ja 106 Zellen, also man könnte jetzt quasi ganz gut ausrechnen, wie viel Volt pro Zelle. Ich habe jetzt aber meinen Taschenrechner leider nicht zur Hand, weil ich mit dem Handy filmen muss heute. Und ja, 360 Ampere geht durchs Kabel. Also das ist natürlich schon
absoluter Traum. Gut, dass wir hier alleine stehen an dieser Ladestation, gerade eben, weil es ist ein 150 kW Lader. Und wie ich es halt im letzten Video weiß, danke für den, der es auch in den Kommentar geschrieben hat. Ich habe mir mal die Datenblätter zu dieser Alpitronic 150 kW Ladesäule angeschaut. Und da ist es also so, dass da zwei 75 kW Module, sage ich jetzt mal, drin sind. Wenn ein Auto dran steht, dann kriegt er die volle Leistung mit 150 kW. Steht ein zweites Auto dran, das auch noch lädt, wird es geteilt und man lädt nur noch mit 75 kW. Das ist natürlich dann nicht ganz so geschmeidig. Aber ich habe Glück, ja, ich stehe hier alleine und kann mit voller Kraft laden. Hier steht kein Sixt-Auto, das lädt oder nicht lädt, sondern genau, ich kann hier den vollen Saft rausholen. Ja, also das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe hier Batterie vorkonditioniert. Und ich bin richtig, richtig schnell gefahren. Und wir sehen hier, dass wir, wenn wir so richtig Gas geben in den Spitzen, dass wir da tatsächlich einen Verbrauch von bis zu 600 Wattstunden herbringen. Jetzt können wir ganz einfach rechnen. 600 Wattstunden heißt 60 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das bedeutet, dass noch 100 Kilometer der Akku leer ist. Und zwar mehr als das. Denn ich habe in meinen anderen Videos schon mal festgestellt, dass ich aus meinem Akku nur 54 Kilowattstunden herausfahren kann. Dazu mache ich übrigens auch noch mal ein Video, weil ich habe meinen Akku nämlich mal bei 2% stehen lassen über eine halbe Stunde, damit sich, also bei 2% State of Charge, damit sich nämlich das BMS noch mal neu kalibriert, den Boden sozusagen von meinem Akku herauskriegt und dadurch vielleicht den Puffer, der unter Null vorhanden ist, reduziert und ich eventuell noch mehr Kilowattstunden aus meinem Akku herausfahren kann. Ja, das ist nochmal ein Test, den ich auf jeden Fall machen werde. Ich werde nochmal von 100% auf 0 runtergehen und dann schauen, was ich rausbekomme eigentlich aus dem Akku, wie viele Kilowattstunden das sind. Ja, so schaut das Ganze also aus. Ich lade jetzt erst einmal hier auf jeden Fall weiter. Ja, ich habe mich jetzt auf jeden Fall entschieden, das Video inhaltlich bei dem zu belassen, was ich jetzt gerade hier mache und von meiner anderen Highspeed-Fahrt, wo ich von München nach Garmisch gefahren bin, zur Windbeutelalm und wieder zurück mit 190 km/h, von der berichte ich euch in einem anderen Video, weil meine Videos sonst immer zu lange werden und das werde ich jetzt ein bisschen verkürzen. Was wir uns aber hier noch anschauen bei den Statistiken, ist nochmal hier der Verbrauch beim Fahren und wir sehen, dass ich durch dieses schnelle Fahren 34,7%, also 16% mehr Akku verbraucht hat. Die Batterievorkonditionierung hat 2,8% mehr gebraucht. Also ja, natürlich ist die Batterievorkonditionierung hier wirklich eigentlich im Rahmen. Und das Ausschlaggebende ist jetzt hier tatsächlich dieses unfassbar schnelle Herfahren gewesen. Das ist halt auch mal ein Test wert. Ja, Freunde, ich lade hier noch weiter und das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich werde euch auch noch einen mathematischen Beweis dafür liefern, dass es mit einem Elektroauto sinnvoll ist, schnell zu fahren. Und zwar zeitlich sinnvoll, jetzt weder von der Umwelt noch vom Finanziellen her, sondern es ist einfach zeitlich, wenn man es eilig hat, trotz aller Dingen sinnvoll schnell zu fahren. Das werde ich euch beweisen, ich werde es euch vorrechnen. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke, kommentieren. Das ist ganz wichtig, dass wir den Kanal vorwärts bringen, dass wir einen Algorithmus haben. Ich habe noch den YouTube-Algorithmus bedienen. Ich habe noch richtig viel vor, richtig viele Ideen im Kopf, was wir alles machen. Es kommen noch ganz viele Videos. Ja, einfach dranbleiben. Ich mache Tests, ich fahre rum, alles. Ich teste Lader und so weiter. Also es ist wirklich spannend und es bleibt sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Reise. Und ja, nicht vergessen, wenn ihr euch bei Electroverse anmelden wollt, nehmt meinen Link unten. Ihr kriegt 5 Euro Startguthaben. Ich bekomme auch 5 Euro Startguthaben. Die investiere ich in meine Tests, die ich mache. Davon habt ihr also auch wiederum was. Danke schon mal dafür. Ein paar Leute haben es auch schon genutzt. Vielen herzlichen Dank. Und falls ihr euch einen Tesla kaufen wollt, lasse ich euch auch noch meinen Referral-Code in der Videobeschreibung, falls ihr niemanden in der Familie oder im Freundeskreis habt, dessen Code ihr sozusagen nutzen könnt. Jetzt hat sich mein Mikro verabschiedet, gehört auch dazu. Und ja, ich schaue jetzt aber trotzdem mit euch gemeinsam nochmal schnell hier an die Ladesäule zum Abschluss, was an der Ladesäule dran steht, wie ich am Laden bin. Ein Vorgang aktiv. Seit fast 10 Minuten und wir laden mit immer noch 116 kW und haben über 20 Kilowattstunden komplett kostenlos. Danke Allego, hier reingeladen. Danke CSU, powered by CSU, aber wie gesagt, ich mache hier keine politische Nummer draus. Freunde, schön ist es. Ich liebe es. Macht es gut. Elektromobilität vom Allerfeinsten. Servus.